Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine wunderschöne Kartenidee. Bei dieser Karte, muss ich euch gleich mal vorwarnen, kann man gar nicht mehr aufhören, die zu basteln. Und deswegen habe ich die auch zu allen möglichen Sachen und mit allen unterschiedlichen Varianten gemacht. Und ihr könnt damit auch ganz gerne in zum Beispiel in Weihnachtskarten-Marathon gehen und ganz viele Weihnachtskarten in diesem Style herstellen und so. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall ganz viele tolle Ideen und danach natürlich die Anleitung, wo wir dann nochmal 3 weitere Kartenideen dazu machen. Starten möchte ich, um euch zu zeigen, wie ich selber auf diese Kartenidee gekommen bin, mit dieser Karte. Das ist eine Osterkarte und die habe ich bekommen von der lieben Karin und ich finde, diese Karte ist so schön, dass ich die nachbasteln musste. Hier im Hintergrund, wie ihr seht, ist die Karte geprägt und hat dann vorne so ein kleines Häschen und einen schönen Gruß. Ich finde, die Karte ist total schön und ja, aus dieser Idee von der Karin ist diese Massenproduktion entstanden, die ich hier gemacht habe. Als erstes möchte ich euch die Geburtstagskarten zeigen, die ihr natürlich auch für andere Anlässe machen könnt. Ich habe hier lauter Mäusekarten gemacht mit diesen süßen Mäuseherzen. Und habe die im Hintergrund unterschiedlich geprägt. Jetzt hier einmal mit so schönen Blüten. Als Spruch alles Liebe. Und dann hier einen schönen Geburtstagsspruch. Natürlich könnt ihr alles Liebe auch für alles andere verwenden. Wenn ihr keinen Geburtstagsspruch innen reinmacht, gibt es da kaum Grenzen, was man daraus machen könnte. Also nur als Idee. Alles Liebe passt zu sehr vielen Anlässen. Und hier im Hintergrund seht ihr eine andere Prägung. Und zwar ist das mit diesen Kreisen gemacht. Das ist auch total schön, wie ich finde. Und ich habe hier mit Pfauengrün und mit Malve gebastelt und habe hier zum Beispiel auch die Kreise unterschiedlich versetzt, dass das immer ein bisschen anders aussieht. Und habe hier eben ja, so schöne Geburtstagskarten gezaubert. Die könnt ihr auch im Frühling super verschenken, im Sommer. Und ihr könnt jetzt auch mit Laub, mit Herbstlaub oder herbstlichen Farben natürlich für den Herbst gestalten. Okay, als nächstes habe ich mir diese beiden Kartenideen gedacht. Die sind also genauso aufgebaut, haben aber den Hintergrund noch anders gestaltet. Das wäre jetzt vielleicht eine winterliche Karte. Ich habe noch nichts reingestempelt. Glückwünsche ist vorne drauf, also noch sehr offen für alle möglichen Anlässe. Ich habe hier im Hintergrund, die Karte ist aus Abendblau und Babyblau aufgelegt mit einer schönen Stanzform, die nur so halb stanzt. Das fand ich total edel. Ich finde die Karte wunderschön und hier ist einfach das Vögelchen aus einem Designerpapier ausgestanzt. Also ihr könnt diese Karte auch machen, wenn ihr keine Stanz- und Prägemaschine habt, dann nehmt ihr einfach als Hintergrund ein Designerpapier, zeige ich euch auch gleich noch eine Variante. Und hier noch eine Variante mit Schneeflocken, das könnte schon eine richtige Weihnachtskarte sein, mit ja nicht so ganz typischen Farben vielleicht. Hier im Hintergrund ist wieder diese Stanzform und wenn ihr genau schaut, ist hier die andere Hälfte auch noch geprägt. Also ich habe einmal gestanzt und einmal geprägt mit so einer Teilprägeform, die nicht alles prägt. Das ist eine sehr, sehr schöne und ganz edle Karte, finde ich. Alle guten Wünsche für dich und deine Lieben. Könnte aber auch noch eine Geburtstagskarte auf jeden Fall für die Winterkinder sein. Also hier innen noch ein bisschen Designerpapier reingeklebt, ein paar Glitzersteine natürlich. Und dann hat man auch eine ganz, ganz tolle, ganz edle, schöne Karte, wie ich finde. Unterschiedliche Stempelfarben mal ausprobiert. Also ich habe versucht, so viele Ideen wie möglich in diese Karten zu bauen. Als nächstes kommen 2 Weihnachtskarten, die auch wieder ganz anders und unterschiedlich sind. Die eine Karte ist hier mal ganz anders gemacht. Das heißt, wir haben hier vorne einen Spruch, Weihnachten, also es ist nichts innen rein gemacht. Und wer genau aufpasst, ist es nicht nur andersrum aufgeklebt, sondern ist es auch noch ein kleines bisschen größer von den Maßen. Also man kann mit diesem Viereck hier vorne oder mit diesem Element da vorne natürlich auch spielen. Hier steht dann die Zeit der Wunder und der Freude. Und innen noch ein schöner Spruch mit ein paar Gold-Glitzis, mal eine ganz andere Version. Das Tolle ist, ihr könnt die Karten alle flach verschicken. Also die kann man ganz flach machen. Und wenn die dann vor einem stehen, poppen die so ein kleines bisschen auf. Bei der Karte durch den Spruch ist es so, dass man die nicht so gut verschicken kann. Also die würde ich jemand übergeben, weil die schon ein bisschen nach vorne steht. Also die hat schon diese Dimension, weil der Spruch eben nicht so anklebbar ist, dass der dann im flachen und im aufgestellten Zustand genau hebt. Aber hier noch eben eine andere Art und Weise, wie man die Karte gestalten könnte. Und dann nochmal so eine goldene Funkelkarte mit einem leckeren Keks drinnen. Auch eigentlich eher eine Weihnachtskarte, wie ich finde.
mit einem Lebkuchenmännchen und diesem Gold. Das ist natürlich schon sehr edel, sehr weihnachtlich, finde ich. Aber trotzdem ein Spruch mit alles Liebe, könnt natürlich auch Weihnachtssprüche verwenden. Und hier zum Fest viel Ruhe, zum Jahresende herzlichen Dank im neuen Jahr, Gesundheit und Glück. Also eigentlich so ein bisschen eine Jahresabschlusskarte oder schon weihnachtlich. Ihr könntet hier zum Beispiel auch, das habe ich auch ausprobiert, einen Weihnachtsbaum reinmachen oder so. Also da könnt ihr natürlich auch noch ganz viel weitere Sachen machen. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute nochmal drei Karten, ne? Denn, wie gesagt, ich kann nicht aufhören damit. Und ich habe drei verschiedene Ideen, die wir noch gestalten können. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal an mit der Variante, bei dem ich euch komplett zeige, wie die Karte funktioniert. Bei den anderen Karten habe ich ein bisschen was vorbereitet. Das wird dann eine Geburtstagskarte, eine fürs ganze Jahr, eine Herbstkarte und eine Weihnachtskarte machen wir heute. Und bei dieser Karte zeige ich euch genau, wie das geht. Bei der anderen habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Genau. Ich habe jetzt hier als Material einmal Grundweiß, als Farbkarton mit dem Maß 21 cm mal 14 cm, gefalzt bei 10,5. Mein Standardmaß und ein Deckblatt mit meinem Standardmaß 13,5 mal 10 cm. Und mit dem fangen wir jetzt mal an. Ihr braucht dann noch einen Farbkarton in 10 mal 10 cm mit Designpapier zum Beispiel und einen Streifen, der hat jetzt 10 cm in der Breite und ist ungefähr 2 cm hoch. Ich nehme immer Reststücke, da habe ich immer Reststücke da und die sind super genau für solche Sprüche. Okay, wir starten jetzt also mit unserem faungrünen Papier in diesem Fall, weil das möchte ich ja prägen und schnapp mir meine Prägemaschine einmal kurz und meine Prägeform. Ich nehme jetzt nochmal diese schöne Prägeform mit diesen Kreisen. Wenn ihr eine Weihnachtskarte machen wollt, könnt ihr natürlich auch die Schneeflocken zum Beispiel benutzen. Aber ich glaube, ich mache jetzt nochmal eine Kreisprägung und die heißt Perlenkreise. Diese Bestellnummer, ich halte sie rein, aber wahrscheinlich blende ich sie euch lieber ein, damit ihr das besser findet. Ich lege mir die einmal hier rein, kurbel mir die durch und weil wir hier eine dicke Prägeform haben, brauchen wir unsere Platte, die ich übrigens wieder gefunden habe. Das ist die Spezialplatte Nummer 4. In meinem letzten Video ist die mir abhanden gekommen, denn die brauchen wir für dicke Prägeformen. Und ich habe sie tatsächlich, ich hätte sie nicht gefunden. Ich habe ja wirklich alles abgesucht im Video noch, habe dann den großen Teil letztes Mal rausgeschnitten. Und habe sie am Ende dann in meine Schublade gelegt. Also da hätte ich wirklich nicht so schnell drauf kommen können. Ich dachte, die liegt irgendwo um mich rum, aber die hat sich wirklich gut versteckt. Und ich bin froh, dass ich sie jetzt wieder habe. Jetzt habe ich beim Prägen die Kreisform mittig und nach unten gesetzt, aber ihr könnt es auch so ein bisschen versetzt machen. Diese Prägeform ist sehr, sehr groß, wenn ihr das anschaut. Also da könnt ihr auch in sämtliche Richtungen die Kreise verschieben. Dann sieht es immer ein bisschen anders aus und ist total schön. Genau. Ich nehme mir auch gleich meine Karte. Ich habe jetzt hier schon den Geburtstagsspruch drinnen, weil es bei mir einfach eine Geburtstagskarte wird und klebe mir das schon mal auf. Dann ist die Grundkarte fertig. Und wie gesagt, wenn ihr keine Stanz- und Prägemaschine habt, dann könnt ihr euch einfach auch ganz super hier nur ein Designerpapier zuschneiden in dieser Größe und das dann aufkleben. Dann sieht das auch gut aus. Natürlich ist sowas schon. Ich liebe diese Haptik, dass, wenn das so geprägt ist, das finde ich einfach toll. Und wenn das aus der Maschine rauskommt, das ist einfach wunderschön. So hat jeder so ein bisschen sein Spleen, aber ich finde geprägtes Papier einfach toll. So, jetzt schnappe ich mir ein Geodreieck und lege mir mein Papier so an. Das hat ja 10 mal 10 cm. Und ich mache mir jetzt hier Markierungen mit dem Bleistift. Und zwar einmal einen Markierungspunkt in der Mitte. Also bei 5 cm nach rechts und links und dann bei 2,5 cm in beide Richtungen. Also ich habe es mir so angelegt, dass hier die 5 ist und hier die 5, also einmal die Mitte und einmal 2,5 und 2,5 markiert. Wenn ihr jetzt kein Geodreieck habt, dann habt ihr einfach 2,5, 5 und 7,5 als Markierungspunkte. Da macht ihr euch einfach so einen ganz kleinen Bleistiftpunkt hin und das mache ich mir jetzt einfach einmal komplett außenrum. Hier wäre es gut, wenn ihr schön genau das Ganze macht. Dann haben wir nachher ein schönes dekoratives Element vorne drauf. Also hier, wie gesagt, immer einmal die Mitte bei 5 cm und dann bei 2,5. Entweder in beide Richtungen oder bei 7,5 cm.
Und dann schnappe ich mir nochmal den Papierfalter und lege mir jetzt meine Markierungspunkte, hier oben ist einer und hier unten ist einer, genau in meine Führungsschiene ein. Ich glaube, ihr kennt es wahrscheinlich nicht genau, aber wenn ich es euch jetzt vorfalze, dann werdet ihr sehen, was ich mache. Also ich habe hier einen Punkt und da einen Punkt und falze mir das einfach einmal gerade. Dann schiebe ich das Ganze ein bisschen weiter, habe hier einen Punkt und hier einen Punkt, lasse es schön in dieser Führungsschiene, falze mir weiter. Jetzt drehe ich mir das Papier einfach in diese Richtung, also diese Spitze zeigt immer nach oben oder nach unten, oben und unten eigentlich, und markiere mir wieder oder verbinde mir wieder meine beiden Markierungen, die ich mir da drauf gemacht habe. Bei manchen Papieren ist das vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Ihr könnt ja auch gucken, welche Seite vielleicht besser zum Sehen ist für euch. Dann könnt ihr das auch auf der anderen Seite zum Beispiel dann markieren. Denn wie ihr euch das dann faltet am Ende, das kann man dann ganz spontan machen und gucken, was einem auf der Karte besser gefällt. Genau, und jetzt glaube ich, sieht man die Falzlinien auch. Wir haben jetzt hier in der Mitte ein großes Viereck und dann hier außen noch diese Spitzen so ein bisschen abgetrennt. Hier seht ihr die sehr gut und so geht es einmal komplett um die Karte rum. Und jetzt schnappen wir uns einen Radiergummi und radieren diese Punkte, die wir uns hingemacht haben, einfach nochmal kurz weg. Und genau, können uns das jetzt falzen, wie es uns besser gefällt. Also wir können uns überlegen, möchten wir jetzt das gemusterte Papier eher innen haben, dann falzen wir es so rum. Einmal nach innen und einmal nach außen. Oder wir sagen, wir möchten es andersrum haben, dann falze ich es mir halt so. Einmal die große, also diese große Falzung nach innen und die kleine nach außen. Da muss man halt gucken, was einem vielleicht besser gefällt. Wenn ich jetzt die Maus da drin habe nachher, sieht es vielleicht auch ganz schön aus, wenn jetzt das Grüne nicht so ganz im Vordergrund steht, dann kann man es sich einfach so reinfalzen. Das heißt, diese größere Falzlinie, die ihr gemacht habt, die falzt ihr einfach ganz normal nach innen an allen vier Seiten. Und diese kleinere Falzlinie, die falzt ihr dann wieder nach außen. Und so entsteht dann hier so ein wunderschöner Rahmen. Meine kleine Maus habe ich aufgestempelt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nämlich um mich herum alles verteilt liegen. Das ist das Stempelset Kuschelgrüße. Da könntet ihr natürlich auch den Dachs zum Beispiel machen oder diese beiden oder diesen kleinen süßen Hamster. Das wäre ein perfektes Set für diese Karte, wenn ihr das so ein bisschen süß haben wollt. Aber wie ihr gesehen habt, ihr könnt natürlich auch Sprüche reinmachen. Wenn euch das so niedlich wäre, dann macht schöne Sprüche rein. Das geht auch. Ihr könnt hier diese Stanzformen nehmen, die schöne Formen machen. Ihr könnt es einfacher gestalten, gestickt lassen oder so wie ich jetzt hier einfach nur eine Kreisstanze verwenden. Also das ist ganz euch überlassen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt diese beiden, dann stempelt euch das ganz auf und stanzt euch dann nur diesen Kuschelbereich zum Beispiel aus. Ich finde das total süß. Wir könnten auch eine Dachskarte machen. Ich habe jetzt natürlich schon die Maus hergerichtet, aber also ihr könntet da, tobt euch aus, aber ich kann euch das eigentlich ans Herz legen. Das ist wirklich süß. Kuschelgrüße heißt es. Und genau, dann habe ich noch ein Spruchset benutzt, das ich dafür total schön finde, weil man das halt so schön lang stempeln kann. Und was auch sehr vielseitig ist, weil wir hier Glückwünsche zum Jubiläum, alles Liebe, danke, werd bald gesund. Das wäre natürlich auch süß, werd bald gesund Karte mit so einer Maus. Also da könnt ihr auch euch in den Sprüchen total frei entfalten. Und genau, ich habe die Maus einfach nur aufgestempelt und habe die dann ganz minimal koloriert. Ich glaube, ich zeige euch das jetzt einfach schnell mal, wie ich das gemacht habe. Also ich nehme hier ein Reststück, hole mir die Maus mal kurz raus. Wie gesagt, nehmt gerne auch was anderes. Ich zeige es euch jetzt nur hier, weil ich die Maus eben so koloriert habe und es so einfach ist. Also das möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe für die Maus als Grundfarbe Granit benutzt. Das hätte diese Bestellnummer. Und stempel die mir einfach kurz auf. Und nehme mir dann jetzt als Farbe für das Öhrchen und für das Näschen Malve, weil das hätte diese Bestellnummer hier an der Seite. Malve habe ich auch innen drinnen als Stempelspruch und werde ich auch für außen als Stempelspruch nehmen. Und da mache ich es jetzt so, mache mein Stempelkissen nochmal zu. Ich drücke mir das richtig fest zusammen, oben und unten. So habt ihr Farbe im Deckel. Und wenn ihr euch dann so
du einen Missstift benutzt. Der hat auch zwei verschiedene Seiten und nicht wundern, wenn der mal so aussieht, geht der trotzdem noch. Und dann nehme ich mir nur ein kleines bisschen Farbe von dem Deckel auf und koloriere mir dann hier zuerst mal mein Herzchen. Möchte ich an der Seite ein bisschen mehr haben. Und es geht dann auch immer ein bisschen leichter nach außen. Ein kleines bisschen das Näschen und ein kleines bisschen das Öhrchen. Und streiche ich mir das hier an der Seite nochmal aus, bis da keine Farbe mehr rauskommt und kann diesen Stift immer wieder benutzen. Die Farbe können wir uns schon mal da lassen. Und dann habe ich mir eine Kreisstanze geschnappt. Das ist die 1/3 Kreisstanze oder ihr nehmt Stanzformen oder macht das Ganze viereckig oder was ihr halt habt. Könnt auch andere Größen nehmen und habt dann hier ein ganz süßes, kleines und schnell koloriertes kleines Mäuschen mit Kuschelherz, das ihr dann hier reinkleben könnt. Reinkleben tue ich es mir jetzt mit Abstandskleber. Dann schaut es einfach schön aus. Dann macht ihr das ein bisschen zu, guckt, ob es euch passt und könnt es immer noch ein bisschen verschieben zur Not, wenn wir es locker wieder wegmachen. Und genau, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Spruch unten. Und ich dachte mir, ich könnte jetzt mal einen Wert bald wieder gesund machen, weil das passt auch so schön zu der kleinen Maus, wie wenn die so ein Kissen in der Hand hält, so ein Kuschelkissen. Jetzt brauche ich hier kurz ein Schmierpapier und lege meinen Streifen da drauf. Und stempel mir den Spruch auch einfach nochmal in Malve. Und ich mache jetzt hier den ganzen Stempelspruch komplett voller Farbe. Also nicht nur ein Teil, sondern wirklich alles rechts und links auch. Und stempel mir das jetzt hoffentlich hier schön gerade auf. Ja, das passt. Und ihr seht hier, das ist so ein schöner Spruch, wenn diese Seiten noch weitergehen. Ich finde, das sieht total edel aus. Und den Spruch, den klebe ich mir jetzt auch mit einfach drei so Dimensionsstreifenchen auf. Oder könnt ihr auch flach machen, aber ich finde das immer noch ganz schön. Auch hier müsst ihr es nicht so machen wie ich jetzt hier. Ihr könnt auch zum Beispiel ein Fähnchen draus machen. Gerade wenn ihr kleinere Sprüche habt, fand ich das auch eine schöne Variante, dass ihr euch da hinten so ein Fähnchen reinmacht. Oder einfach nur ein Etikett benutzt, das mit einem zweiten Etikett hinterlegt zum Beispiel. Also da könnt ihr euch auch wieder ganz, ganz kreativ austoben. Ihr könnt die Streifen natürlich schmäler oder breiter machen, also ganz wie euch das gefällt. Als letztes kommt jetzt noch ein bisschen Glitzer drauf, ein paar Glitzersteine. Und dann ist die Karte schon fertig. Ich habe jetzt, wie gesagt, innen schon einen Spruch drinnen. Mache hier noch so einen kleinen hin. Die nennen sich fazetierte, schimmernde Schmucksteine. Die sind wunderschön. Ich habe innen jetzt schon einen Spruch drin, sonst könnt ihr das noch reinstempeln. Und dann habt ihr eine wunderschöne, werd bald wieder gesund Karte. So süß. Also ich finde die toll. Ich mag das total gern. Und ich mache jetzt weiter mit der nächsten Karte. Und zwar wird das jetzt eine herbstliche Karte. Und die wird ungefähr so aussehen. Ich habe jetzt schon was hergerichtet. Ich habe jetzt hier als Grundfarbe Kupferbraun. Dann habe ich das schöne Designerpapier. Da wollte ich euch zeigen, wie das heißt, weil ich mir die Namen nicht merken kann. Das heißt Schöne Herbsttage. Ich weiß nicht, ob es zu sehr spiegelt, wenn ihr die Nummer lesen könnt, ansonsten blende ich es im Video ein. Und als Hintergrund habe ich hier ein Spezialpapier, das nennt sich besonderes Designerpapier Pergamentpapier. Anmutiges Adventsgrün hätte diese Nummer. Und da sind so schöne Pergamentpapiere drinnen, die, wie ihr seht, durchscheinend sind. Und zwar mit verschiedenen Mustern, einmal mit diesem schönen Laub, eines ist so weiß gesprenkelt. Und das dritte, das da drin ist, ist mit so schönen Zweigen. Also finde ich ganz toll für Herbst und besonders Winter- und Weihnachtskarten. Und mit diesem Papier habe ich ja auch schon ganz süße Karten gezeigt, diese Fächerkarten. Da kann ich euch nochmal ein Video hier oben verlinken. Da habt ihr ganz tolle herbstliche Designs, finde ich. Also die sind auch total schön. Dieses Papier findet ihr nur online, im Online-Exklusivbereich. Und der Rest ist ganz normal im Katalog.
Okay, also ich habe auch hier wieder das gleiche gemacht. Ich habe wieder die gleiche Grundkarte, also die Maße sind komplett gleich und ich habe das hier schon markiert und gefalzt und habe mir hier aus dem Designerpapier, das ich euch gerade gezeigt habe, also das hier außen dran ist, nur das Rehlein ausgestanzt und hier reingeklebt. Also funktioniert genau gleich. Und jetzt ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei Pergamentpapier, wie klebt man das denn am besten auf? Weil das ja durchsichtig ist und da würde man natürlich den Kleber durchsehen. Und deswegen ist diese Karte dafür sehr gut geeignet, weil ich klebe mir jetzt zuerst mal mein Deckelement hier drauf. Ich finde das so süß. Und ich habe jetzt hier ein Set. Ich meine, dass das ein älteres Set ist. Es ist, glaube ich, älter. Das heißt herzliche Grüße. Und das fand ich auch sehr schön, weil das auch relativ lange, schmale Sprüche hat. Die müssten hier gut reinpassen. Und das stempel ich jetzt bewusst so ein bisschen auf diese Seite. Und dann möchte ich euch kurz zeigen, wie ich dieses Fähnchen gemacht habe. Das ist nämlich total einfach. Ihr nehmt euch eine Schere und schneidet euch in der Mitte von eurem Streifen einfach ein bisschen ein. Und dann geht ihr von außen, von der Spitze zu dieser Stelle hin, zur Mitte. Und dann habt ihr so schöne Fähnchen. Was ich auch noch ganz schön finde, was ihr auf jeden Fall machen könnt, so als kleinen Tipp, ist, wenn ihr diese Sprüche noch so ein kleines bisschen über euer Falzbein zieht. Jetzt blöd, dass ich den Kleber schon hingemacht habe. Normalerweise ist es gescheiter, wenn man den Kleber noch nicht dran gemacht hat, weil seht ihr mal, was ich jetzt gemacht habe. Aber gut. Also erst biegen und dann kleben. Okay. Und dann hier so ein bisschen geschwungen aufkleben. Und jetzt seht ihr, haben wir eine schöne Vorderseite. Und können den Kleber, unseren Flüssigkleber, genau dahin machen, wo unsere Deko vorne drauf ist. Und dann hebt es auch genug. Dann hat es genügend Fläche, wo es kleben kann. Und wir haben das Pergamentpapier schön aufgeklebt. Hier innen rein, das lasse ich jetzt mal noch frei, wie gesagt. Ich finde, die Karte ist unheimlich schön. Und hier könnte man auch zum Beispiel noch ein kleines Schleifchen hinmachen. Oder Glitzersteine, also auch hier. Habe ich jetzt mal aus Goldkordel einfach ein kleines Schleifchen gemacht. Als Deko, dass man noch vielleicht eine andere Idee hat, wie man es dekorieren kann. Und klebe mir das jetzt hier noch hinten rein. Also so mit so einem halben Klebepunkt. Und da so kleine Schleifchen, so zierliche Bänder. Finde ich da immer ganz gut. Aber es sieht total süß aus. Also diese Karte finde ich auch wieder wunderschön. Eine richtig schöne Herbstkarte. Okay, und jetzt möchte ich noch eine Weihnachtskarte mit euch basteln, denn ich finde auch noch ein kleines Häuschen könnte in dieser Karte gut aussehen. Und hier habe ich mich von den Farben wieder ein bisschen verändert. Ich habe jetzt meine Grundkarte in Olivgrün. Die Grundkarte in Olivgrün und der Rest ist wieder wie bei der anderen Karte auch. Und da habe ich mir gedacht, könnten wir vielleicht den Rahmen jetzt andersrum machen. Halt, vorher war das so, jetzt machen wir ein Grün. Wir haben jetzt gerade ganz schöne Sets, die auch alle beide hier zum Beispiel super reinpassen. Und zwar ist das einmal der Stern, den wo ich hier gemacht habe, diese Sternchen und auch das Häuschen. Und das machen wir jetzt zusammen. Das heißt, ich brauche wieder, aber leider habe ich nicht schön gefalzt. Muss schon schön ausschauen. Ich brauche wieder ein bisschen Farbkarton und schnapp mir jetzt als Stempel dieses wunderschöne kleine Häuschen hier unten. Das ist total schön. Herziges Häuschen heißt das Stempelset. Hat diese Nummer. Und damit habe ich auch noch einiges vor. Da habe ich schon ein paar Ideen. Ich muss nur die Zeit zulassen, dass ich das schaffe. Genau, also im Designerpapier ist kupferbraun und in dem anderen Designerpapier wäre Pekannuss als Farbe. Da könnt ihr jetzt gucken, was euch besser gefällt. So ein kleines Knusperhaus, finde ich, kann aber ruhig in diesem schönen Kupferton sein. Ihr könnt es auch embossen. Das sieht auch total schön aus. Habe ich auch schon gemacht. Und jetzt können wir uns einfach die Stanze dazu schnappen. Die passt perfekt außenrum. Und dann haben wir hier noch so ein schönes kleines Häuschen.
Hier könntet ihr natürlich mit diesem Set auch eine Karte machen im neuen Zuhause. Also alles Gute im neuen Zuhause wäre diese Kartenform auch perfekt. Wenn ihr hier alles Gute reinschreibt und hier im neuen Zuhause oder alles Gute noch ein bisschen drüber und dann im neuen Zuhause und hier dein Häuschen macht, dann habt ihr schon eine ganz perfekte Karte für jemanden, der neu einzieht. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mir hier noch frohe Feiertage aus diesem Set, dass wir alles aus diesem Set haben. Okay, und wenn wir schon beim Stempeln sind, finde ich ganz schön Grüße mit Herz von Haus zu Haus. Passt dann natürlich auch sehr gut. Das machen wir innen rein. Dann mache ich nochmal das frohe Feiertage. Und dann hat es hier noch so einen ganz kleinen Kranz in diesem Stempelset. Den möchte ich auch noch vielleicht ausstempeln und ausschneiden, denke ich. Und dann noch auf das Häuschen machen. So als Weihnachtshäuschen, vielleicht ganz süß. Genau. Diesen kleinen Kranz, den habe ich auf ein Papier geklebt. Das ist hinten schon so eine Klebefolie, wo ich das schon drauf gemacht habe, die Klebefolie. Das werde ich jetzt kurz mit der Hand ausschneiden. Und dieses Teil werde ich jetzt nochmal ausstanzen. Das heißt, ich hole mir jetzt nochmal die Stanzmaschine rüber. Was ich vergessen habe vorher, war die Auflage euch zu erklären bei dieser Prägung. Also normalerweise habt ihr als Auflage die dicke Platte, dann die zwei dünnen Platten, das Papier, eine Acrylplatte dünn drüber und fertig. Also so mache ich es jetzt auch zum Stanzen. Bei dieser Prägeplatte war es so, ich habe die dicke Platte nur verwendet, dann die Prägeform mit Papier und dann diese Spezialplatte und habe das so durchgekurbelt. Genau, und beim Stanzen, wie gesagt, kommt die dicke Platte, dann zwei dünne Platten, also die dünne und eine Acrylplatte. Dann mein Papier mit meiner Stanzform und darüber noch meine Acrylplatte. Und so wird es dann durchgekurbelt. Und dann hat man hier so eine wunderschöne, so ein Fähnchenstanze. Die gefällt mir richtig gut. Ich zeige euch auch noch kurz, das habe ich jetzt auch schon rausgekramt. Und zwar gehört diese Stanzform zu den wunderschönen Weihnachtszeit-Set. Hätte diese bestellen, nochmal hier unten. Und da sind wirklich ganz tolle Stanzformen dabei. Das ist ein super Set mit ganz vielen Sprüchen. Und da habe ich auch zum Beispiel diese Weihnachtskarte hier gemacht. Mit diesem Weihnachtsspruch und mit diesen Sprüchen und so. Also da sind tolle Sprüche drin. Okay, ich schneide mir das nur mit der Hand aus. Ich glaube, da muss ich noch nicht mal Musik laufen lassen, weil das ist wirklich schnell gemacht. Und ja, weiß nicht, wie ihr das findet, wenn jetzt drei Karten auf einmal gebastelt werden, ob euch das taugt. Oder ob ihr sagt, naja, eine Karte, das reicht schon. Ich finde es halt schon schön, wenn man noch mehr Ideen hat. Und wie gesagt, bei dieser Karte kann ich einfach nicht aufhören, weil die so schön ist. Und ich wollte euch halt immer noch ein paar Kleinigkeiten zeigen. Hier nehme ich jetzt zum Beispiel die Aquarellstifte und male mir hier diesen Kranz noch so ein bisschen aus. Und auch hier, wenn ihr Aquarellstifte benutzt und das nur so ein bisschen auskoloriert, also gar nicht so ganz genau anmalt, ich hätte jetzt eigentlich gern so einen Braunton oder vielleicht doch ein schönes Rot. Auch hier kann man jetzt super dann die Mischstifte noch benutzen. Das zeige ich euch jetzt schnell. Und dann können wir unsere Farben noch ein bisschen vermischen. Und hier gehe ich auch tatsächlich in beide Farben. Zuerst in das hellere und dann in den dunkleren Ton. Streiche mir das dann noch auf dem Schmierpapier aus, bis keine Farbe mehr drin ist und habe so die Aquarellfarben auch richtig schön vermischt miteinander. Und da klebe ich mir jetzt einfach nur einen kleinen Klebepunkt in den Hintergrund oder ich schneide mir einen vom Rand zu, dass das auch so ein bisschen Dimension hat. Und klebe das noch auf mein Häuschen, dass das so ein richtiges Weihnachtshäuschen wird. Total süß. Also wir könnten auch jetzt das ganze Häuschen kolorieren mit den Stiften. Also wie ihr wollt, könnt ihr das auf jeden Fall noch machen. Dann klebe ich mir das auch noch an. Vielleicht wollt ihr mal das so machen, dass ihr in die Kommentare schreibt, wenn ihr bis hier zum Video noch dabei wart. Also bis zum Hauseinbau noch dabei. Dann habe ich so ein bisschen Rückmeldung. Ob euch das überhaupt gefällt, wenn die Videos ein bisschen länger sind und man da aber noch
mehr Karten sieht oder nicht, oder ob ich es einfach auch dabei belassen könnte, dass ich nur eine Karte zeige und das, den Rest als Ideengeber. Okay, das kommt dann hier unten so schön hin. Und wieder der Kleber nur auf diese Stellen, wo das Papier hinterlegt ist. Also das ist irgendwie auch eine niedliche Karte, aber nicht ganz zu niedlich. Wenn ihr sagt, das gefällt mir gar nicht so niedlich mit Mäusen und solchen Sachen, Rehlein und so, ist das eine gute Alternative, die noch total süß ist, aber nicht zu verniedlicht, würde ich sagen. Also das ist auch eine ganz tolle Karte geworden, finde ich. Ihr könnt jetzt noch ein paar Glitzersteine anbringen. Ich glaube, dass ich so ein bisschen Goldtöne bevorzugen würde. Das würde mich jetzt ansprechen, glaube ich. Ja. Ja, Gold passt, glaube ich, ganz gut dazu. Und habe da jetzt auch noch eine schöne, tolle letzte Weihnachtsversion. Jetzt habt ihr, glaube ich, wirklich für jedes Thema, wenn ihr das eine als Babykarte gestaltet, zum Beispiel das hier, habt ihr wirklich für jedes Thema ganz, ganz viele Kartenideen. Ich finde auch die schöne Osterkartenidee so toll. Nochmal ganz herzlichen Dank an dich, liebe Karin. Und diese blauen Karten finde ich auch total edel. Also da könnt ihr euch echt austoben. Und ich glaube, ich kriege die gar nicht alle ins Bild. Muss meine Stempel vorsichtig auf die Seite legen, dass kein Spruch auf die Rückseiten der Karten kommt. Also ja, ich glaube, da ist richtig viel geboten hier auf dem Tisch. Ja, die blaue haben wir ja eigentlich schon. Naja. Ich hoffe, es ist was für euch dabei. Ich blende euch jetzt auch noch weitere Kartenideen ein, die ihr zaubern könnt. Und wie gesagt, geht mit dieser Karte gerne in Produktion. Die ist so schön, auch für die Weihnachtskartenbastelei. Vielleicht genau das Richtige. Und danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Kreativiert was Neues und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.